In der Rolle des Bauernfilmer bin ich heute unterwegs zu einem Ort, der mich vom Thema her fasziniert, aber bei mir auch Stirnrunzeln hervorruft. Swiss Future Farm nennt sich das Projekt. Hier habe ich ein erstes Treffen mit dem Florian Abt, einem der drei Swiss Future Farmer. Florian ist ja auf den ersten Blick so ein Computertyp, aber Florian kann natürlich auf einmal auch mit unserem Fendt 516er um die Ecke gefahren kommen. Also ich glaube, Florian ist auch so ein bisschen unterschätzt in seinem angeblich so theoretischen Wesen. Ich habe es bereicht mit dem Besuch heute. Auf der Swiss Future Farm ist einiges los. Also wir sind hier auf der Parzelle Altkloster und möchten den Zuckerrüben säen. Und dann Zuckerrüben versuchen, wo wir verschiedene Sorten einerseits testen, also ALS-Sorten. Und dann möchten wir hier auch eine Bandspritzung machen und hacken. Und halt mit dem Ziel, weniger Herbizid einsetzen auf dieser Fläche, wo ja auch jetzt der Bund über die REP-Beiträge so vergütet wird, wenn man da weniger Herbizide einsetzt. Aha, auf dieser Future Farm wird also geforscht. Doch eins macht mich schon stutzig. Alle Landmaschinen glänzen mehr, als ich das sonst gewöhnt bin. Technik muss hier eine besondere Rolle spielen. Auch heute. Man sieht gerade im Hintergrund den Traktor, der am Säen ist. Der 6-reihige Rübensämaschine. Der Traktor ist mit Lenksystem ausgestattet, also fährt auf rund 2 cm genau. Das kann auch als Lenksystem wird auch genutzt, um Section Control zu schalten. Das heisst, im Vorgewende automatisch Dosierung stoppen und bei mir fahren, dann Dosierung wieder starten. Oder wenn es eine Keilform hat, dass man dann reihenweise abschalten. Die Digitalisierung der Landwirtschaft will man hier vorwärts bringen. Beim Anblick von dem Maschinengespann frage ich mich, wer davon schlussendlich wirklich profitieren wird. Sind das tatsächlich nur die Bauern? Auf alle Fälle kommt mein Portemonnaie jetzt schon ins Schlottern. Das ganze Paket, so wie wir es jetzt haben, auf Swiss Future Farm, da wird wahrscheinlich kaum ein Bauer haben, weil da kannst du nicht zahlen. Eben, das meine ich ja. Aber scheinbar geht es auch anders. Zurück im Areal von der Swiss Future Farm, wo einmal die Gebäudefassaden auch schon bessere Zeiten gesehen haben, gibt es dann für mich doch noch ein Aha-Erlebnis. Ja, ich denke, es muss ja nicht gerade die Luxusvariante sein, wo du nachher einen Fendt hast, der voll ausgestattet ist mit Dokumentationsmöglichkeiten. Das ist auch nicht das, was wir hier nur machen. Oder? Ich meine, wir schauen auch einfache Systeme an, die mit einem x-beliebigen Smartphone genutzt werden können. Und da gibt es schon ganz intelligente Apps, die auch jetzt genutzt werden können, anstelle vom Traktor als Dokumentationsmöglichkeit. Das bringt es dann auch auf den Punkt. Man ist auf umfassendere Lösungen fokussiert. Aber schlussendlich will man hier prüfen, was machbar, sinnvoll und überhaupt gescheit ist. Für das sind drei Männer im Einsatz. Der Marco Landis von GVS Agrar, der schaut, dass Software und Maschinen miteinander harmonieren. Der Florian Abt vom Arenenberg, der sich mit dem Datenfluss und den Auswertungen beschäftigt. Und der Nils Zehner von Echo, der für den amerikanischen Landmaschinenkonzern neue Technologien testet. Dazu kommen 7 Betriebsmitarbeiter vom Arenenberg. Und die scheinen die ersten Vorzüge des Precision Farming zu schätzen. Also da kannst du jetzt locker 10-12 Stunden arbeiten, steigst völlig entspannt aus. Mein Eindruck vom ersten Besuch. Es kommt Leben in die alten Gemäuer vom Versuchsbetrieb Däniken. Und ich bin gespannt, was die Männer hier in den nächsten Monaten alles auf die Beine stellen. Die Aussichten auf dieses Jahr sind auf alle Fälle vielversprechend. Doch eins ist sicher. Von Arbeitsrationalisierung dank Digitaltechnik ist noch nicht viel zu merken. Im Gegenteil. Die Zukunft der Landwirtschaft, das heisst, es wird Vollbeschäftigung herrschen, weil eben, wenn wir viel mehr Leute brauchen, um die neue Maschine in Betrieb zu nehmen. Aber ja, sollte natürlich nicht so sein.